Horst Lichter fand die kleine Staubsaugerskulptur eines Bares für Rares Verkäufers zwar lustig, doch das kuriose Ding war aus Gold und somit richtig wertvoll. Pulheim, TV-Koch Horst Lichter, 61, ist bei Bares für Rares auf der Suche nach antiken Schätzen. Und tatsächlich konnten in den Studios in Pulheim bei Köln schon so einige Raritäten für viel Geld an einen neuen Besitzer übergehen. Dass dieses kleine Ding so wertvoll ist, damit hätte der Moderator beim Anblick eines Mini-Staubsaugers aber offenbar nicht gerechnet. Nur Vermutungen? Bares für Rares? Rarität stellt Verkäufer und Experte vor Rätsel. Volker Erle, 54, aus Hattingen tauchte mit einem kuriosen Mitbringsel bei Bares für Rares auf. Der Content Creator hatte eine Miniaturausgabe eines Vampirette-Staubsaugers dabei und brachte damit vor allem Horst Lichter zum Schmunzeln. Das ist sehr witzig, das gefällt mir, meinte der 61-Jährige. Auch der Verkäufer selbst hatte keinen Plan, was genau er im Gepäck hatte. Über dieses Teil habe ich nichts erfahren können, gar nichts. Ich gehe davon aus, dass es einen Wert hat. Horst Lichter hatte die Skulptur zunächst für einen Kugelschreiber samt Halterung gehalten und auch Experte Detlef Kümmel, 55, konnte den tatsächlichen Nutzen des Staubsaugers ohne Saugfunktion nicht zweifellos klären. Die Vermutung? Es handelt sich um ein Unikat, das in den 60er Jahren als Auszeichnung zum Verkauf einer Million Vampirette-Staubsauger hergestellt wurde. Was der Antiquitäten-Experte aber sicher weiß, allein der Goldwert beträgt schon zwischen 600 und 700 Euro. Er schätze den Trödel deswegen auf einen Gesamtwert von 1000 bis 1200 Euro. Zuletzt entpuppte sich bereits ein 1,7-Euro-Gemälde als überraschend wertvolle Antiquität. Lustige Staubsaugerfigur? Bares für Rares? Verkäufer sandt vierstellige Summe ab. Kein Wunder, dass es daraufhin auch im Händlerraum heiß herging. Die Trödel-Liebhaber waren von dem kleinen Schatz total begeistert. Was für eine wundervolle Kuriosität haben Sie denn da? Und so wertig, schwärmte Susanne Steiger, 40, und bot direkt mit. Als die Auktion bei 850 Euro zu stagnieren drohte, holte der 54-Jährige noch zum Trumpf aus, der hohe Goldanteil. So legten die Händler nochmal ordentlich nach. Den Zuschlag bekam am Ende Susanne Steiger, sie zahlte stolze 1200 Euro. Für Verkäufer Volker Erle lief das bestens, immerhin hatte er zu Beginn keine Ahnung, ob das Erbstück überhaupt Geld einbringen würde. Glücklicherweise war es das Maximum der Expertise, die 1200 Euro. Das hat mich echt gefreut, hielt er fest. Während bei der Begutachtung des Staubsaugers alles gut gegangen war, gab es zuletzt einen Zwischenfall in der Sendung. Ein Bares für Rares Experte blieb in einer wertvollen Jacke stecken.